Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meinen Lemon für den Juni geben. Ich muss sagen, der Juni ist auch wieder wahnsinnig schnell vorbeigezogen irgendwie. Und ich habe im Juni 5 Bücher gelesen, 4 Bücher sind neu eingezogen bei mir. Und ja, die zeige ich euch heute und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem Buch, was als letztes bei mir im Juni eingezogen ist. Und zwar ist das Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Das ist am 30. Juni noch bei mir eingezogen, da kam das Buch noch an und ich freue mich schon unglaublich doll auf diese Geschichte. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich aktuell ein gemeinsames Lesen habe und ich wollte das jetzt nicht einfach nur so als Buch nebenher lesen. Ich wollte mich komplett auf das Buch konzentrieren und deswegen werde ich es dann lesen jetzt, wenn ich das gemeinsame Lesen fertig habe. Und ich freue mich schon unglaublich auf die Geschichte. Es ist Brittany C. Cherry und jeder, der Brittany C. Cherry kennt, weiß, wie gut diese Frau schreiben kann. Und ich lese euch mal hinten den Rückband vor, um euch nicht zu viel zu verraten, damit ihr mal wisst, worum es in dieser Geschichte geht. Als ich meinen neuen Job als Nanny einer reichen Familie antrat, ahnte ich nicht, dass es Graysons Kinder waren, die ich betreuen würde. Und auch nicht, dass aus dem Jungen, den ich einmal geliebt hatte, ein Mann geworden ist. Ein eiskalter, einsamer, unnahbarer Mann. Grays Lachen ist verschwunden. Alles an ihm ist in Schmerz versunken. Doch ab und zu erkenne ich noch den Jungen von damals in seinen sturmgrauen Augen. Und ich weiß, dass es sich um diesen Jungen zu kämpfen lohnt. Und ich finde, das klingt einfach wieder so gut. Es klingt einfach wieder so verdammt gut. Und wie gesagt, Brittany C. Cherry, diese Frau schreibt einfach nur wahnsinnig tolle, herzergreifende Geschichten. Und ja, ich freue mich schon sehr doll auf dieses Buch. Wenn ich es gelesen habe, werde ich es euch natürlich auch gleich wieder berichten. Dann hatte ich ja im Mai noch eine Bestellung bei uns in der lokalen Buchhandlung gemacht und diese 6 Bücher sind ja sehr versprengt hier angekommen. 3 Stück sind noch im Mai geliefert worden, 3 Stück noch jetzt aus dem Juni dann mit. Und ja, die 3 Bücher, die im Juni mitgeliefert wurden, davon habe ich 2 im Juni auch gleich gelesen. Und das, was ich nicht gelesen habe im Juni, ist Heartless 2 von Sarah Wolf, Das Herz der Verräterin. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Buch lesen werde. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier der 3. Teil dann auch wieder nicht übersetzt wird. Ich weiß nicht, wer mich auf Instagram verfolgt, der hat es ja schon in meiner Story gesehen. Der 3. Teil von Cat und Cole wird nicht übersetzt. Ich bin immer noch sehr wütend darüber. Mein Herz blutet auch immer noch. Die Antwort vom Verlag war die übliche. Leider gab es nicht genug Fans für diese Reihe und leider hat sich das Buch nicht gut genug verkauft. Ich hasse diese Antwort inzwischen. Wirklich, das ist so eine Abspeisantwort und ich bitte um dein Verständnis. Ganz ehrlich, das können sie sich dann auch an ihrem Popo nageln. Ich habe für sowas kein Verständnis mehr. Cat & Cole ist jetzt bei mir die 10. Reihe gewesen, wo die Bücher nicht mehr übersetzt werden und ich habe einfach die Schnauze nur noch voll. Ich habe gesagt, die Reihen, die ich jetzt angefangen habe, die gucke ich, dass ich die zu Ende gekauft bekomme. Aber danach, wenn alle Reihen, die ich angefangen habe, durch sind, also was so Trilogien und sowas betrifft, ne, sowas wie Gestaltenwandlerreihe ist da außen vor. Ja, aber sowas bin ich dann raus, dann warte ich, bis die Bücher komplett sind. Ich habe keinen Bock mehr. Es sind so viele Bücher, die ich jetzt aufgrund dessen nicht zu Ende lesen kann. So viel Geld, was ich aus dem Fenster geschmissen habe im Endeffekt. Und ja, Cat & Cole wird nicht weiter übersetzt an alle, die es noch nicht wussten und die es interessiert. Bedankt euch beim Thiemann Esslinger Verlag. So, ja, kommen wir zurück zu Heartless. Das ist wie gesagt der 2. Teil. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts verraten, weil ich euch sonst auf den 1. Teil komplett spoilern würde und das möchte ich natürlich nicht. Ich weiß noch, dass ich den 1. Teil damals sehr doll gefeiert habe, dass er mir unglaublich gut gefallen hat. Ich weiß auch noch, worum es im 1. Teil geht. Ich weiß auch noch, wie das Ende war. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Zeit verstreichen lasse, bis ich das Buch hier lese, muss ich den 1. Teil bestimmt auch nochmal rereaden, weil ich habe einfach so viele Bücher in den letzten Jahren gelesen, dass ich das einfach nicht mehr alles im Kopf habe. Ich habe im Juni ein Buch rereadet, was ich vor 3 Jahren gelesen habe und ich habe so gemerkt, dass ich so viel vergessen habe. Deswegen werde ich dann hier wahrscheinlich den 1. Teil auch erst nochmal lesen, bevor ich dann den 2. lese. Aber das hat ja noch Zeit, weil wer weiß, wann der 3. Teil kommt und ob er denn überhaupt übersetzt wird. Also wir hoffen es einfach mal und ja, auf jeden Fall Heartless 2, Das Herz der Verräterin, ist eingezogen bei mir. Es geht im 1. Teil im Prinzip um ein Mädchen, was ihr Herz an eine Hexe verloren hat. Also diese Hexe besitzt ihr Herz und hat sie damit quasi als Sklavin unter Kontrolle. Und diese Hexe möchte jetzt, dass unsere Protagonistin, oh Gott, wie hieß sie denn? Sarah.
Sarah hieß sie, genau. Und unsere Protagonistin Sarah sollte sich jetzt am Hof vom König einschmuggeln und quasi das Herz des Prinzen gewinnen. Und ja, dann wollen sie halt dem Prinzen sein Herz stillen, um ihn zur Marionette zu machen. Und ja, ob das halt alles funktioniert und was da alles so passiert im ersten Teil, das ist es so im ganz Groben, worum es geht. Und wie gesagt, ich fand den ersten Teil damals richtig, richtig gut und freue mich dann sehr auf den zweiten. Die nächsten zwei Neuzugänge vom Juni habe ich im Juni auch gleich gelesen, deswegen... ja, stelle ich sie euch gleich so mit vor. Also wie gesagt, ich habe 5 Bücher insgesamt im Juni gelesen und es ist nicht so viel, das weiß ich. Es ist auch heute, wo ich das drehe, der 11. Juli, also das Video geht morgen online. Ich habe Stand heute ein Buch beendet im Juli, weil ich einfach nicht zum Lesen komme im Moment. Ich habe einfach so viele andere Dinge im Moment zu tun. Sei es jetzt, dass ich ein bisschen zocke nebenbei mehr oder dass ich mehr mich um Milo kümmere, dem geht es manchmal im Moment intervallmäßig auch nicht so gut, oder dass ich halt einfach Zeit mit Freunden und Familie verbringe, da ist das Lesen momentan eher hinten dran. Also ich habe im Moment auch irgendwie nicht so den Kopf zum Lesen, deswegen bin ich froh, wenn ich überhaupt lese. Und wie gesagt, ich habe ein Buch bis jetzt im Juli beendet. Ich lese aktuell Palace of Fire und Flowers of Passion, glaube ich, heißt die Reihe. Ich weiß es nicht genau, das ist auf jeden Fall... das Spin-off zu Diamonds for Love, was ich gerade lese. Und ja, wenn ich diese beiden Bücher beendet habe, habe ich immerhin schon 3 Bücher gelesen im Juli. Und dann versuche ich noch 2 weitere zu lesen, dass ich auch wieder auf 5 komme diesen Monat. Kommen wir zurück zum Lesemonat vom Juni. Ich habe dann noch gelesen Wildflower Summer von Kelly Moran. Das Buch ist bei mir angekommen und ich musste es einfach sofort lesen. Ich liebe ja die Redwood-Reihe von Kelly Moran, deswegen ich musste Wildflower Summer, als es kam, sofort lesen. Und ich habe es nicht bereut. Es ist eine so wahnsinnig tolle Geschichte. Sie ist kitschig, sie ist streckenweise überzogen, sie strotzt vor Stereotypen und trotzdem liebe ich dieses Buch ungemein. Ich freue mich hier auf den zweiten Teil wirklich sehr. Es ist einfach für mich so ein ganz, ganz tolles Feeling in diesem Buch auch wieder gewesen. Das habe ich auch bei Redwood gehabt, bei Kelly Moran, dass das Gefühl in diesem Buch, was man da liest, wie man das erlebt, dass das halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön war. Dass es halt einfach eine tolle Geschichte war und ja, ich bin einfach so mit so einem richtig glücklichen Gefühl aus dieser Geschichte gegangen und ja, also ich bin halt einfach mit einem sehr guten Gefühl aus diesen Büchern bei ihr immer rausgegangen und das mag ich halt total. Und worum geht's in diesem Buch eigentlich? Es geht in diesem Buch um Olivia, die ihren Bruder verloren hat. Es geht um Nathan, der auch niemanden mehr hat und auch gerade nicht so wirklich weiß, wohin mit sich in seinem Leben. Und ja, beide begegnen sich dann auf der Wildflower Ranch und das wird denen ihr Leben für immer verändern. Zwar ist Olivias Bruder im Krieg gefallen, es war ihr jüngerer Bruder und Olivia hat seitdem auch so ein bisschen den Lebensmut verloren, denn sie war halt immer die große Schwester. Ihre Eltern sind gestorben, als sie beide klein waren und ihre Tante hat sich dann halt um sie gekümmert, hat sich um die Ranch gekümmert, die ihrer Familie schon seit langer, langer Zeit gehörte und hat die beiden großgezogen und Olivia war trotzdem immer noch so wie so ein Mutterersatz, ne? Sie war halt die große Schwester, die sich voller Hingabe und Liebe um ihren kleinen Bruder gekümmert hat. Und ja, als die Nachricht halt kam, dass er gestorben ist, ist für sie halt natürlich ihre ganze Welt zusammengebrochen. Und sie lebt seitdem so vor sich hin, aber sie weiß halt nicht so wirklich gerade wohin mit sich. Ihre Tante ist da und unterstützt sie, ihr bester Freund ist da und unterstützt sie, aber trotzdem fehlt ihr halt irgendwie einfach was in ihrem Leben. Und diese Lücke wird halt nie jemand schließen können und das weiß sie. Und ja, sie ist halt nun auch schon 30 und ihre Tante sagt, Mensch, bist nicht mehr die Jüngste, willst du nicht langsam mal gucken, dass er dir vielleicht mal einen Mann suchst oder so. Ich werde jetzt mich auch nicht ewig um die Ranch hier kümmern können, du musst es irgendwann übernehmen, du brauchst Hilfe und geh doch mal aus. Und ja, Olivia ist aber nicht wirklich so erpicht da drauf. Sie hat da nicht wirklich Lust zu, wie gesagt, sie traut halt immer noch um ihren Bruder und sie weiß halt nicht, wie sie das jemals irgendwie überwinden soll. Und eines Tages taucht ein Mann auf einer Harley auf und dieser Mann sieht nicht nur unglaublich gut aus, sondern er überbringt ihr eine Nachricht von ihrem Bruder. Und ja, dieser junge Mann ist Nathan. Nathan hat zusammen mit Olivias Bruder, ich glaube, er hieß Jason. Ich habe gerade den Namen von Olivias Bruder vergessen. Ich glaube, sein Name, jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ihr Bruder hieß Justin, nicht Jason. Auf jeden Fall hat Nathan mit Justin zusammen in der gleichen Einheit gedient und ja, er war quasi dabei, als das mit Olivias Bruder passiert ist und er hat Justin versprochen, wenn ich raus bin aus dem Militärdienst, ich gehe zu dir nach Hause und kümmere mich um deine Schwester. Und das Versprechen musste er Justin geben, quasi auf dem Sterbebett. Und ja, nun ist Nathan zur Wildflower Ranch gefahren, um sich um Olivia zu kümmern, um ihr mit der Ranch zu helfen. Und
er übergibt Olivia auch einen Brief. Und als sie diesen Brief liest, bleibt ihr nichts anderes übrig, außer Nathan aufzunehmen und ihm einen Job auf der Ranch zu geben und ja, sich helfen zu lassen von ihm. Ja, was dann halt mit den beiden alles so passiert auf dieser Ranch, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Nathan hat ja auch noch eine sehr, sehr ergreifende Vergangenheit auch, die hier auch noch eine Rolle spielt. Dann natürlich der Tod von Justin, der immer auch zwischen den beiden im Raum steht, worüber Olivia gerne mit Nathan reden möchte, weil sie möchte halt natürlich gerne wissen, was passiert ist, wie es genau passiert ist. Sie hat da leider nicht irgendwelche Infos zu bekommen und ja, es gibt so einige Schwierigkeiten, die die beiden hier überwinden müssen und ja, ob sie es schaffen oder nicht, das ist es im Endeffekt, worum es geht. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr eine Liebesgeschichte zum Entspannen sucht. Das ist jetzt keine Liebesgeschichte wie Brittany C. Cherry, ne, voller Dramatik und voller Herzschmerz. Also hier ist auch Herzschmerz drin, aber es ist halt alles nicht so krass dramatisiert. Das ist eine lockere, leichte Liebesgeschichte zum Runterkommen, zum Entspannen. Und ja, wie gesagt, sie ist kitschig, sie strotzt vor Stereotypen, sie ist ein bisschen überzogen, aber es ist nicht von allen zu viel. Es ist gerade im richtigen Maß und deswegen liebe ich dieses Buch sehr. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Wildflower Summer von Kelly Moran. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und alle Haptiker unter euch, man kann es anfassen. Die Blumen sind geprägt, man kann es streicheln. Es ist so toll. Das zweite Buch, was im Juni bei mir eingezogen ist, was ich im Juni dann gleich gelesen habe, habe ich mit einer Freundin zusammen gelesen, mit der lieben Tina. Ihr solltet sie inzwischen alle kennen. Es ist ja mein Kupfermünzchen, mit der ich auch immer zusammen spiele. Und zwar haben wir zusammen gelesen Cybertrips von Marie Grashoff. Das ist der zweite Teil der Neon Birds Reihe. Ich kann euch hier zum Inhalt nichts sagen, sonst würde ich euch natürlich fett spoilern. Ja, meine Leseabschnitte sind wie immer noch geklebt. Ich lasse immer bei Büchern, die ich gemeinsam lese, immer die geklebten Leseabschnitte drin. Das ist irgendwie für mich dann so, ah, ich hatte das ja mit jemandem zusammengelesen. Auf jeden Fall, Cybertrips haben wir gelesen. Wir werden auch Bitter Hearts dann Ende des Jahres zusammenlesen, wenn es rauskommt. Und ich muss sagen, mir hat der zweite Teil von Cybertrips wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, die Geschichte ging sehr, sehr ruhig los. Also zu Beginn steigerte sich dann aber und am Ende kam dann natürlich das große Finale mit dem fiesesten Cliffhanger mit aller Zeiten. Und ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den Anfang ein bisschen ruhig, aber das ist absolut nicht schlimm. Es ist ein zweiter Teil. Ich sage ja immer, ich bewerte für mich zweite Teile ja sowieso immer ein bisschen anders, weil es Übergangsteile sind. Und ich finde, glaube ich, so eine Brücke zu schlagen zwischen einem Anfang und einem Ende ist als Autor nicht leicht. Und wenn dann das Buch halt ein bisschen ruhiger ist und nicht so spannend ist und storytechnisch vielleicht nicht so viel Relevantes passiert, dann kann ich damit gut leben, weil es ist, wie gesagt, ein zweiter Teil und ich erwarte da auch kein Ende oder irgendwas, was sich schon Richtung Ende entwickelt. Ich erwarte einfach, dass die Geschichte fortgesetzt wird, dass unsere Charaktere ihre Reise hier weitergehen. Und ja, das hat Marie super umgesetzt. Ich fand den zweiten Teil, was man auch alles erfahren hat im zweiten Teil, wie sich das alles entwickelt hat im zweiten Teil, richtig, richtig gut. Und ja, ich habe einen Charakter im zweiten Teil nicht so ganz verstanden und das war Luke. Seine Entwicklung im zweiten Teil war mir so ein bisschen so, verstehe ich jetzt nicht ganz, mit seinem ganzen Drum und Dran und Tun und Handeln. Auch was Flover betrifft, war für mich viele große Fragezeichen, die da im Raum stehen, auch jetzt noch. Aber das ist so gewollt von der Autorin, ne? Also ich bin sehr gespannt, was die Charaktere betrifft, was die Entwicklung der Charaktere betrifft, was man über andere Charaktere hier am Ende noch erfahren hat, was das betrifft, wie das alles dann endet. Also ich muss sagen, ich bin sowieso sehr gespannt auf das Ende hier, weil ich frage mich halt, was soll es denn da für ein Ende geben? Was soll da am Ende passieren? Wie wird das aufgelöst? Das ist für mich wirklich gerade ein ganz, ganz großes Fragezeichen und das ist richtig gut. Weil das heißt, dass Marie die Geschichte gut verschachtelt hat und gut versteckt hat und das nicht sehr offensichtlich ist. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Cybertrips, wer Neon Birds mochte, muss Cybertrips lesen, er wird es lieben. Und ja, ich freue mich auf Bitter Hearts. Ich kann, wie gesagt, nicht mehr zum Buch sagen, außer, dass mir das Setting gefallen hat wieder. Ich mochte die Charaktere, auch wenn ich da, wie gesagt, mit ein, zwei Charakteren so ein bisschen so mit der Entwicklung nicht so 100% zufrieden war, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also Charaktere waren super, Setting war super, Schreibstil war auch wieder super, locker, leicht, einfach zu lesen. Es ist keine Schachtelsätze, es ist nichts Kompliziertes oder was, was man nicht versteht. Die Erklärungen in diesem Buch sind auch super, also man versteht auch diese Welt sehr, sehr gut. Und
ja, vom Inhalt her hat es mir auch gut gefallen. Also wie gesagt, es ist eine Geschichte, die sich im zweiten Teil langsam entwickelt, die sich dann zum Ende hin wirklich erst steigert. Aber das war für mich nicht schlimm. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, hier jetzt eher auf den dritten Teil und bin gespannt, wie das hier am Ende dann alles ausgeht. Ich kann euch nicht mehr zu der Geschichte sagen, weil, wie gesagt, inhaltstechnisch, ich würde euch komplett spoilern und das möchte ich nicht. Und deswegen sage ich gar nichts dazu, außer lest Cybertrips, lest Leon Birds, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ist ein bisschen Science-Fiction, aber keine Welt, die man sich definitiv nicht vorstellen kann. Ich muss noch sagen, dass ich das Cover von Leon Birds und Cybertrips richtig, richtig mega gut finde. Es gefällt mir ultra gut. So, dann kommen wir mal zu dem Buch, was ich letzten Monat ja schon in die Kamera gehalten hatte, wo ich den Lemon für den Mai gedreht habe. Da hatte ich das Buch hier ja schon gelesen. Und auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Und zwar habe ich gelesen Anfang Juni gleich Hope von Helena Hunting. Es geht in diesem Buch um Cozy. Cozy ist Studentin und arbeitet als Nebenjob in einem Sexshop. Und es ist jetzt keine Arbeit, die ihr ultra viel Spaß macht, aber sie kommt damit klar, weil sie verdient damit Geld und kann halt ihre Uni finanzieren und ihr Leben finanzieren. Also von daher ist das für sie alles schick und alles schön. Und ja, eines Tages kommt ein sehr gut aussehender Mann in einem Anzug in den Laden und sieht ein bisschen verloren aus. Und Cozy denkt sich so, ach komm, den helfe ich mal. Und ja, dieser junge Mann ist Griffin. Und die beiden reden dann miteinander und Griffin sagt halt, ja, er muss für einen Junggesellenabschied hier ziemlich viele verschiedene Dinge kaufen und er hat keine Ahnung von. Und ja, Cozy hilft ihm dann so ein bisschen und sie foppt ihn halt dabei auch so ein bisschen, weil ihm das halt sehr, sehr unangenehm ist. Und ja, Griffin ist von Cozy sehr angetan und weiß nicht, wie er jetzt damit umgehen soll. Eigentlich will er gerade keine Beziehung. Er hat erst eine Beziehung hinter sich mit einer Verlobung, die gelöst wurde. Und er hatte eigentlich jetzt gerade keine Lust auf neue Beziehungen. Dann ist Cozy um einiges jünger wie er. Und das passt ihm eigentlich auch nicht. Und ja, trotzdem fühlt er sich von ihr halt angezogen und geht dann halt wieder in diesen Laden. Und ja, die beiden treffen dann halt wieder aufeinander. Und Griffin bittet sie um ein Date. Und ja, sie weiß halt auch, dass er älter ist als sie und weiß halt nicht, ob das was werden kann und hin und her. Und aber ja, sie gehen dann zusammen auf ein Date und was dann halt alles passiert mit den beiden, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, Hope ist für mich einer der, ja, jetzt nicht der schwächste Teil der Reihe, aber es ist einer der schwächeren Teile für mich. Also für mich an erster Stelle steht immer noch Teil 1 und Teil 2, also erst die 1, dann die 2. Dann kommt für mich, würde ich sagen, Teil 4. Ja, genau. Dann kommt für mich der hier an dritter Stelle und der dritte kommt für mich an vierter Stelle, weil ich fand den dritten einfach im Vergleich zu den anderen dreien jetzt nicht so gut. Also er war auch gut, aber nicht so gut. Und ja, mich hat das Buch gut unterhalten. Es ist eine süße Liebesgeschichte. Sie ist am Anfang auch wieder sehr, sehr witzig. Leider verliert sich der Humor im Laufe der Geschichte und es ist dann halt einfach so eine süße Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen mit einem großen Altersunterschied, die halt ihre Schwierigkeiten überwinden müssen. Mir hat das Buch trotz allem gut gefallen, auch wenn es zum Ende hin sehr, sehr kitschig geworden ist. Es war am Ende hin schon sehr, sehr kitschig. Du liest das dann und denkst dir so, oh, kitschig, kitschig, kitschig. Aber ja, ich fand's gut, mich hat's gut unterhalten, ich habe es sehr gemocht. Das ist ja jetzt auch kein dickes Buch. Man liest es auch ultra schnell. Die Charaktere sind mir sympathisch gewesen. Das Setting mochte ich auch. Es spielt in Las Vegas, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich konnte mir das auch alles gut vorstellen, von den Beschreibungen her. Also ja, da habe ich auch nichts zu meckern. Also Hope ist eine richtig süße Liebesgeschichte. Ich hatte letzten Monat in den Kommentaren schon gelesen, dass es bei euch ein, zwei Leute gab, denen das Buch nicht so gut gefallen hat. Ist halt auch alles immer Geschmackssache, ne? Jeder hat ein bisschen einen anderen Geschmack und dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Es gibt ja in jeder Geschichte bestimmte Aspekte, die einem immer sehr, sehr ansprechen oder halt eben auch nicht. Und ja, wenn das halt bei euch dann nicht der Fall war, dann ist das so, aber das ist ja nicht schlimm, mein Gott. Ne? Entweder es gefällt euch oder es gefällt euch nicht. Ich sage ja immer wieder, ich spreche hier von meiner Meinung. Und meine Meinung ist nicht objektiv, sondern subjektiv, weil es meine Meinung ist. Und ich gehe ja von meinen Gefühlen aus, die ich beim Lesen empfinde und alles und ja. Mich hat Hope gut unterhalten. Ich fand, es war eine super süße Liebesgeschichte. Wie gesagt, ein bisschen übertrieben, ein bisschen kitschig-kitschig gerade zum Ende hin. Wäre man natürlich auch wieder ein bisschen stereotypisch, aber ja, es ist eine süße Geschichte. Man kann es nicht anders sagen. Es ist eine süße Geschichte und jeder, der die ersten Teile dieser Reihe gelesen hat, sollte sich diese auf jeden Fall angucken. Jeder, der mal reinschnuppern möchte in die Bücher von Helena Hunting, kann das auch gerne mit Hope tun. Wobei ich auch hier empfehlen würde, die Bücher in Reihenfolge zu lesen. Es ist zwar jetzt nicht wichtig, also es würde auch durcheinander gehen, aber ich empfehle immer auch bei Companion-Reihen, dass man das durchaus in richtiger Reihenfolge lesen sollte. Sonst kommt man mit den Pairings vielleicht auch so ein bisschen durcheinander. Ja, aber Hope hat mir Spaß gemacht, hat mich gut unterhalten. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, hat bei mir sehr zwiespältige Gefühle hinterlassen.
Es wurde sehr, sehr stark gehypt überall. Also gerade auf Instagram habe ich sehr, 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 sehr viel Positives über dieses Buch mitbekommen. Und ich hatte dementsprechend auch gewisse Erwartungen an diese Geschichte. Aber na, diese Erwartungen konnten nicht so 100% erfüllt werden. Es ist eine super süße Liebesgeschichte, die mich auch unterhalten hat. Aber es gab in diesem Buch einfach Dinge für mich, was mich genervt hat, wo ich dachte, ja, redet halt einfach mal miteinander, wie alt seid ihr, 5? Und ja, ich erwarte halt einfach von Charakteren in dem Alter, wie diese sind in der Geschichte, erwarte ich halt einfach eine gewisse Reife und ja, auch einen gewissen Grad an Erwachsensein und nicht so ein Kindergarten. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. Ich weiß, es ist ein Liebesroman, man darf das alles nicht so eng sehen, aber mich hat es halt einfach genervt beim Lesen. Und dann dieser eine Charakter, ne? Die ging mir auf den Geist und ich hätte die ganze Zeit nur vor die Wand klatschen können. Und ja, ich rede von The Secret Book Club von Lissa K. Adams. Also das ist kein schlechtes Buch. Aber ich würde es jetzt nicht so hypen wie viele andere auf Instagram. Es ist eine süße Liebesgeschichte, das steht außer Frage. Aber wie gesagt, ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Buch. Ich habe halt einfach gedacht, so, wenn man sich von Anfang an das ganze Thema anguckt, worum es in diesem Buch geht, denke ich mir so, warum redet ihr nicht einfach miteinander? Was habt ihr denn die letzten 3, 4, 5 Jahre gemacht? Das war für mich halt alles sehr undurchsichtig. In diesem Buch geht es halt um Thea und um Gavin. Und Thea und Gavin haben geheiratet, relativ schnell. Thea ist schwanger geworden mit Zwillingen, 2 kleinen Mädchen. Und ja, daraufhin haben die beiden geheiratet und jetzt so 5 Jahre später steht die Ehe vor dem Aus. Und Gavin hat keine Ahnung warum. Er weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Das Ganze gipfelte quasi in einem Streit, wo Thea Dinge gesagt hat, die ihm nicht gepasst haben. Daraufhin ist er erstmal aus dem Schlafzimmer ausgezogen und ins Gästezimmer gezogen. Und ja, am Ende gipfelte das Ganze dann daraufhin, dass Thea gesagt hat, ja, dann geh halt, verschwinde doch. Und er gesagt hat, okay, du schmeißt mich raus, ich gehe. Ja, und dann sprechen die beiden kein Wort mehr miteinander 2 Wochen lang. Und ja, das ist der Beginn der Geschichte, da sind wir an diesem Punkt. Und Gavin weiß halt einfach nicht mehr weiter. Er weiß nicht, wie das mit seiner Ehe vor den Baum laufen konnte. Er weiß nicht, was er machen soll, um Thea zurückzugewinnen, um noch eine Chance zu bekommen, weil für sie klang das halt alles schon sehr, sehr endgültig. Und ja, da tauchen ein paar Freunde von Gavin auf und erzählen ihm von einem Buchclub, wo sie alle sich treffen, also eine gewisse Männergruppe, und wo sie gemeinsam alte Liebesromane lesen, also so historische Liebesromane. Und ja, sie überreden dann Gavin, an diesem Buchclub-Treffen teilzunehmen und reden mit ihm über seine Beziehung und geben ihm ein Buch zum Lesen und versuchen ihm dann Tipps zu geben, um seine Ehe zu retten. Ob das alles funktioniert, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ja, deswegen heißt es auch The Secret Book Club, weil Männer und Liebesromane lesen, ne, das ist ja schon so ein bisschen verpönt in unserer Gesellschaft, was ich absolut nicht verstehen kann. Das ist so halt im Groben, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss halt sagen, wenn man sich diese Beziehung von Gavin und Thea anguckt, fragt man sich, warum die überhaupt so lange gehalten hat. Weil so wie die miteinander umgegangen sind und wie diese ganze Beziehung einfach gelaufen ist, hätte das alles schon viel, viel eher in die Brüche gehen müssen. Und ja, es ist halt einfach so ein bisschen alles so für mich schwierig gewesen, weil ich bin ein Mensch, ich rede mit meinem Mann über Probleme, über alle Probleme, die es in einer Beziehung geben kann. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die Probleme haben, über gewisse Themen in einer Beziehung zu reden, gerade wenn es halt mal gerade schwierig läuft oder so. Ich rede hier vom Sexleben, weil das ist hier ein Problem bei den beiden. Und die beiden haben es halt nicht hingekriegt, darüber miteinander zu reden. Und man muss aber halt in einer Beziehung mit seinem Partner immer offen und ehrlich sein und über alles reden. Und die beiden sind nun halt auch keine 20 mehr, sondern schon so ein bisschen älter, und dann sind sie Eltern von 2 Kindern, und ich denke mir, sie müssten doch eigentlich eine gewisse Reife haben, um das halt einfach mal hinzukriegen. Aber nein, die beiden sind so weit voneinander entfernt, dass sie halt einfach nie miteinander geredet haben. Die ganzen letzten 5 Jahre nicht, wie diese Ehe gedauert hat. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und das ist so ein Punkt, das hat mich richtig, richtig, richtig doll gestört. Dass diese Beziehung eigentlich gar nicht so eine richtige Beziehung war, weil er war nie da, sie hat sich um die Kinder gekümmert und um alles andere. Und ich denke mir halt so, wow, dass das nicht eher in die Brüche gegangen ist, wundert mich. Naja, auf jeden Fall hatte ich aufgrund, wie gesagt, so verschiedener Dinge so ein bisschen Probleme mit der Geschichte, weil ich halt einfach so gedacht habe, Kindergarten, warum redet ihr nicht einfach miteinander? Auch Thea dann, ne, am Ende so,
Ah, schwierig. Ja, also ich hatte meine Probleme mit der Geschichte, aber man muss sagen, das Ganze drum und dran, wie das alles gelöst wird und ja, wie Gavin sich da so die Hilfe sucht im Buchclub und mit diesem Buch, was er liest, das ist schon unterhaltsam und süß und ein bisschen witzig auch. Aber es gab halt auch, wie gesagt, Dinge, die mich sehr genervt haben, zum Beispiel die Schwester von Thea. Alter, wenn die kam, ne, da hätte ich am liebsten das Buch zugeklappt, weil die ging mir einfach nur auf den Sack. Die hat die ganze Zeit versucht, diese Beziehung zu torpedieren. Ich weiß, dass das ihre Rolle in dieser Geschichte sein sollte, aber das hat die so unsympathisch werden lassen, die ganze Zeit einfach. Weißt du, der Gavin versuchte alles, um seine Frau zurückzugewinnen und die Schwester sitzt quasi wie so ein kleiner Teufel auf der Schulter von Bea und redet halt immer nur negativ und böse. Dabei kennt sie Gavin überhaupt nicht. Und ich dachte mir dann so, schwierig. Weil ich dachte mir halt so auch, Thea, du weißt, wie dein Mann ist. Der ist nicht so, wie deine Schwester sagt. Und dann dachte ich mir wieder, ja, ihr kennt euch halt auch einfach nicht. Und das waren so Punkte, die mich echt genervt haben. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber für mich war dieses Buch halt jetzt nicht wow und perfekt, sondern es gab hier so Dinge, die mich, wie gesagt, ein bisschen gestört haben. Ich glaube, Liz, sie ist die Schwester. Auf jeden Fall geht es um Liz im zweiten Teil. Und da ich diese Person absolut unsympathisch finde und eine Abneigung gegen diese Person in diesem Buch hier entwickelt habe, möchte ich den zweiten Teil nicht lesen, weil die nervt mich einfach, die Frau. Ich weiß, um wen es dann noch geht, also um Liz und ihr Love Interest. Ich weiß es, aber es interessiert mich nicht. Ganz ehrlich, es interessiert mich einfach nicht. Auch dann im dritten Teil, das Pairing sagt mir jetzt auch nicht so wirklich zu. Deswegen werde ich diese Reihe wahrscheinlich nicht weiterlesen. Wie gesagt, es hat mich einfach hier ein bisschen was gestört in dieser Geschichte und Liz ging mir einfach auf den Sack. Wenn sie denn so hieß. Hieß sie Liz? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie hieß Liz. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja, ich denke, ich werde hier nicht weiterlesen. Wie gesagt, das Buch war ganz süß und ganz nett, aber es ist halt nichts, was mich extrem begeistern konnte und extrem umgehauen hat. Es hat mich einfach dafür zu viel in diesem Buch hier gestört. Leider. Damit wären wir beim letzten Buch, was ich im Juni gelesen habe. Und wie gesagt, das war ein Reread von 2017. Ich habe gelesen Throne of Glass, Die Erwählte von Sarah J. Maas. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gelesen und habe gedacht, das wusste ich nicht mehr, das wusste ich nicht mehr, das wusste ich nicht mehr, das wusste ich nicht mehr. Es gab so viele Dinge, die ich einfach in dieser Geschichte nicht mehr wusste. Ich wusste weder noch was von Nehemenia, also ich konnte mich an diese Person, an diesen Charakter überhaupt nicht mehr erinnern, dass es diesen Charakter überhaupt gegeben hat. Dann, was Beziehungen der Charaktere untereinander betraf, konnte ich mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das war so komplett weg aus meinem Kopf. Also ich habe den ersten Teil irgendwie komplett gelöscht gehabt in meinem Kopf. Also der war einfach weg. Wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ja ab Teil 3 sich die Geschichte sowieso komplett ändert und das, was im ersten und zweiten Teil passiert ist, nicht mehr wirklich eine Relevanz hat. Erstmal zumindest, ne? Für die nähere Geschichte. Das wird dann im späteren Verlauf schon noch eine Relevanz haben für die Story, gehe ich mal von aus, aber in dem Moment halt nicht mehr. Und das fand ich so spannend. Ich dachte so, ach ja, guck mal, hab das Buch nochmal ganz neu für mich entdeckt. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, durch die Geschichte zu kommen, weil ich halt wusste, dass das, was im ersten Teil passiert, sowieso eigentlich erstmal nicht mehr so eine große Relevanz hat für den zweiten und den dritten Teil. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen durchboxen müssen, weil ich einfach so dachte so, ach ja, ich weiß, okay, ja gut, das kann ich noch, das weiß ich noch, ja, ich weiß noch, wie das ist. Und ja, das hat so ein bisschen schwierig auch für mich gemacht, stellenweise das Ganze zu lesen, gerade wenn dann hier so Stellen waren, die eher ruhig waren, dann habe ich so gedacht so, ja, ich schaffe das schon. Es war aber gut, dass ich es nochmal gelesen habe, wie gesagt, zur Auffrischung. Es gab viel, was ich vergessen hatte, einfach auch von dieser Welt und dem ganzen Drum und Dran. Und ja, ich werde jetzt im Juli den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, im August dann den dritten. Dann habe ich die ersten drei Teile rereadet. Ich habe ja die damals gelesen, alle drei. Und im September werde ich dann mit der Nina einsteigen und den vierten Teil lesen. Und dann lesen wir bis Ende des Jahres die komplette Reihe. Das ist der Plan, dass wir diese Reihe dieses Jahr noch beenden. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber das ist der Plan. In Throne of Glass, dem ersten Teil, geht es ja um Syleena Sardorfian oder Syleena. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Für mich ist das eine Syleena. Ihr könnt es gerne in die Kommentare wieder schreiben. Wer wird weiter gesprochen? Es ist mir egal. Ich spreche es aus, wie ich es für richtig halte. Wenn es euch stört, tut es mir leid, aber es ist nun mal so. Ich habe auch bei der Roten Königin die Protagonistin immer falsch ausgesprochen. Für mich war das immer Mare, weil Mare klang für mich einfach dämlich, der Name. Mare. Nein, für mich war das Mare. So, Punkt. Also ich und Nam, ne, und ich weiß, dass es gerade mit Syleena Sardorfian immer so Schwierigkeiten gab und ganz viele Diskussionen, wie man diesen Namen nun richtig ausspricht. Deswegen, es ist mir egal. Ich spreche es aus, wie ich es denke. Ihr sprecht es aus, wie ihr denkt. Fertig.
Ja, auf jeden Fall geht es um Syleena und Syleena ist, wie sie selber auch immer sagt, die beste Assassinin des ganzen Reiches. Ja, also sie ist laut eigener Aussage die beste Assassinin ganz Irelias und ja, sie wurde aber vor einem Jahr geschnappt und gefangen genommen und wurde dazu verdonnert in den Minen Endovirs. Boah, ich glaube, es war Endovir. Also ich und Namen merken, ne? Das ist immer so, ja, in den Salzminen von Endovir, da musste sie jetzt arbeiten. Und wurde dort halt auch gefoltert und ja, es leidet halt starken Hunger und ja, sie war jetzt halt ein Jahr dort und ihr geht es dementsprechend auch schlecht. Und eines Tages ist es so, dass der Prinz auftaucht und ihr einen Deal vorschlägt. Dann ist es so, dass der König einen neuen Champion sucht, quasi eine Person, die für ihn Aufträge ausführt. Mordaufträge, hast du nicht gesehen, Spionage. Und da sie ja nun eine Assassinin ist, ist sie natürlich dementsprechend ausgebildet und Dorian möchte sie, also heißt der Prinz des Landes, ja, Dorian möchte sie jetzt gerne als seinen Champion in den Wettkampf schicken und er sagt halt, okay, wenn du für mich in den Wettkampf steigst und gewinnst, wirst du der Champion des Königs und bist dann, oh Gott, 4 oder 6 Jahre später frei. Also, ich weiß es gerade nicht mehr ganz, ob 4 oder 6 Jahre waren. Auf jeden Fall muss sie dann einige Jahre für den König arbeiten und dem König dienen und dann ist sie frei. Wenn sie den Wettkampf verliert, muss sie zurück in die Salzmine nach Endovir. So, da Syleena für sich keine andere Chance sieht, jemals dort wieder rauszukommen, nimmt sie diesen Deal an. Auf jeden Fall reist dann Syleena mit Dorian und seinem besten Freund Chaul Westfall, er ist der Captain der königlichen Leibgarde, ja, zurück zum Königspalast und ja, wird dann dort auf den Wettkampf vorbereitet und ob sie im Endeffekt diesen Wettkampf gewinnt oder halt auch nicht. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Dann gibt es in diesem Buch noch dunkle Mächte, die hier am Werk sind, gegen die Syleena noch kämpfen muss. Und ja, das ist nicht einfach so für sie, weil sie hat ja auch jetzt ein Jahr in diesen Salzminen gearbeitet. Ihr Körper ist dementsprechend schwach. Und ja, ob sie es halt schafft, bis zum Wettkampf wieder fit zu werden und gegen die anderen Teilnehmer zu bestehen, die natürlich auch alle richtig, richtig gut sind auf ihre eigene Art und Weise. Ja, das ist halt die Frage, die hier im Raum steht. Und ja, das ist es halt, worum es im ersten Teil von Throne of Glass geht, um diesen Wettkampf, um den Champion des Königs und ob Syleena das Ganze halt gewinnt. Und ich muss sagen, dass ich Syleena am Anfang wieder absolut unsympathisch finde. Also ich habe Syleena beim ersten Lesen auch im ersten Buch absolut unsympathisch gefunden. Ich dachte mir, boah, was ist das denn für eine eingebildete Schlunze? Weil so geil, wie sie sich immer hinstellt, ist sie ja eigentlich gar nicht. Aber man merkt dann im Laufe der Geschichte, hinter ihre Fassade so zu blicken und hinter ihr offensichtliches Auftreten zu blicken. Und sie zieht halt eine Show ab. Und das merkt man dann halt im Verlauf der Geschichte. Und dadurch wächst sie einem dann schon ans Herz. Und man versteht sie halt auch besser an gewissen Dingen. Und auch, was sie für eine Entwicklung im zweiten und dritten Teil dann macht, das hat mir auch sehr, sehr zugesagt und ja, es ist am Anfang ein bisschen schwierig mit Syleena, denn wie gesagt, sie ist extrem eingebildet am Anfang und von sich total überzeugt und oh, ich bin die Beste, ich bin die Tollste, ich bin die Schönste und du denkst dir einfach nur so, auf jeden Fall ist Syleena nicht der sympathischste Charakter. Dafür mochte ich Chaul wieder vom ersten Moment an, ne? Chaul ist ja absolut mein Charakter gewesen im ersten und zweiten Teil. Deswegen hat es mir dann das Herz gebrochen, dass im dritten Teil Chaul dann erstmal raus war. Wieso, weshalb, warum, kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde euch sonst die Geschichte spoilern. Auf jeden Fall ist Chaul im dritten Teil ja nicht relevant und das hat mir damals schon sehr das Herz gebrochen. Vielleicht habe ich deswegen dann auch nicht weitergelesen, weil Chaul einfach weg war und ich fand das doof. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr froh über das Reread. Wie gesagt, die Geschichte hat mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet beim Lesen, weil ich wusste, dass der erste Teil später erstmal so gar keine Relevanz mehr hat und man das einfach nur liest und sich denkt so, warum lese ich das jetzt eigentlich? Weil es ist eh nicht wichtig für die Geschichte. Die Charaktere haben mir wieder gut gefallen, wie gesagt, mit Syleena so Startschwierigkeiten wie beim ersten Mal auch. Was das Setting betraf, hat es mir auch wieder gut gefallen. Ich mag die Beschreibungen und Umschreibungen in der Geschichte sehr. Ich finde, Sarah J. Maas trifft das gut auf den Punkt und auch der Schreibstil von Sarah J. Maas hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der geht gut von der Hand. Ich mag es. Und ich bin sehr gespannt, jetzt auf den zweiten Teil den nochmal zu lesen und ja, dann den dritten und dann bin ich mal sehr gespannt auf den vierten, weil wie gesagt, den vierten kenne ich ja noch nicht. Und ich bin auch sehr gespannt, ob unser Vorhaben bis Ende des Jahres die Reihe fertig zu kriegen klappt. Es bleibt spannend, ich weiß es nicht, weil ab dem vierten Teil sind ja die Bücher dann auch, ne? Das ist ja, der erste ist noch so und der vierte, fünfte, sechste, pff, die werden ja immer dicker und ja.
schauen wir einfach mal, ob das noch dieses Jahr funktioniert oder halt auch nicht. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das waren meine gelesenen Bücher aus dem Juni und meine Neuzugänge aus dem Juni, wie immer gilt. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu den Büchern habt oder irgendwas anderes euch auf dem Herzen liegt, was ihr mir gerne mitteilen möchtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich weiß, dass ich momentan mit den Kommentaren auch wieder sehr hinterherhinke, aber das liegt halt einfach daran, dass ich im Moment, wie gesagt, nicht so die Zeit habe einfach. Ich habe jetzt auch die nächsten 14 Tage Urlaub. Ich kann euch nicht versprechen, dass jetzt nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag ein Video kommt. Ich gucke, dass ich es schaffe, aber wie gesagt, ich habe Urlaub und es kann sein, dass ich viel unterwegs bin und nicht zu Hause bin und rumfahre mit meinem Mann und wir ein bisschen Ausflüge machen, weil wir fahren ja nicht weg, aber das wäre halt schon so ein bisschen durch die Gegend tingeln und da weiß ich nicht, wie ich es schaffe mit dem Drehen. Also falls die nächsten zwei Sonntage kein Video kommt, ich bin einfach im Urlaub, dann seht es einfach als Urlaubspause. Ich gucke aber, dass ich es schaffe, auf jeden Fall was für euch zu drehen, so eine lange Lücke ist. Wie gesagt, die Gaming-Videos werden ja auch noch kommen. Ich weiß, dass ihr die nicht alle guckt, aber ja, ich gebe mir Mühe. Aber nur, dass ihr gewarnt seid, falls ihr nichts hört von mir, ich habe einfach Urlaub und es kann sein, dass ich halt einfach es nicht schaffe, ein Video für euch zu drehen. Aber ich gucke, dass ich es irgendwie hinkriege. So, jetzt habe ich genug gequatscht und erzählt. Wetter ist bei uns heute auch nicht das Beste. Es ist sehr bewölkt. Ich muss da mal gucken, dass ich das Video hier ein bisschen heller kriege. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die nächste Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.